Ah, Mümmelmann. Na komm. Ah, herrlich. Es ist mal wieder soweit. Endlich habe ich mal ein bisschen Zeit gefunden, mit der GoPro aufzunehmen. Und Simson-Tour natürlich. Ein bisschen. Oh, schalten sollten wir auch lernen, ne? So, ich hoffe, es geht euch soweit gut. Auf YouTube kam ja nun in letzter Zeit echt immer weniger. Aber ja, die Zeit hat es nicht zugelassen. Für die, die es nicht wissen, ich war auf Lehrgang für ein paar Wochen. Und ja, in der spärlichen Zeit dann oder auch am Wochenende, dann habe ich eher gedacht, ja, dann komm, wir streamen lieber. Das passt besser. Ja. Und ja. Jetzt habe ich mal wieder ein bisschen Zeit, also am Sonntag, es ist jetzt Sonntag, der 23. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn überhaupt? Verdammte Axt. Naja. So, Simmel läuft noch. Brav, brav. Gab auch keine großen irgendwelchen, ja, Aussetzer oder sowas. Also muss ich ehrlich sagen, ist okay. Kann man wirklich mit leben. Ich würde damit eigentlich jetzt auch immer zur Arbeit fahren. Aber der Weg zur Arbeit, da ist jetzt eine riesen Baustelle und alles gesperrt und ich muss jetzt einen riesen Umweg fahren. Auf einer Bundesstraße. Und das bei uns in der Touri-Hochburg. Hier wollte ich längs. Da hatte ich keine Ambitionen. Ja, das hat sie irgendwie. Sie verschluckt sich ab und zu mal. Aber das ist noch... Ja, Gott, ich glaube, es liegt an der Düsung. Da muss ich mich auch mal drum kümmern. Mieze? Mann! Ja, was war noch? Ja, wie gesagt... Oh, durchs Dorf. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie fahren wir denn jetzt gleich? Also ich fahre lieber solche Strecken hier, einfach ein bisschen durch die Gegend, anstatt, ja, was weiß ich jetzt, Bundesstraße oder Kreisstraßen oder so einen ganzen Gedöns, wisst ihr, was ich meine? Einfach so ein bisschen ab vom Schuss und dann hat man auch ein bisschen mehr, finde ich. Und man sieht mal auch wieder was. tanken, eigentlich nicht. Und wenn, ich habe meinen Rucksack mit, ne, Rucksack, da ist immer Öl drinne für 5 Liter, dass ich, wenn man wirklich mal über liegen bleibt, dann habe ich für 5, ne, Liter Öl, für 5 Liter Öl, hm? Für 5 Liter Benzin habe ich dann halt noch ein bisschen Zweitakt gemischter Öl dabei. Na klar, wenn ich das Problem habe, ich bleibe jetzt hier mitten in der Valla Pampa liegen, da habe ich natürlich die Arschkarte, aber ich will ja auch heute nicht so eine etwas größere Tür. Alter, was ist denn heute los? Tour machen, sondern einfach ein bisschen entspannt durch die Gegend und nicht zu weit weg. Das habe ich letztes Mal auch gesagt. Och, ich fahre nur mal eine kurze Runde. Und was wurde aus dieser Runde? Ja, knapp 100 Kilometer. Herrlich, ich sag ja, wohnen, wo andere Urlaub machen. Wir könnten jetzt auch ans Wasser fahren, aber es ist Juni. Die Nordrhein-Westfalen haben Ferien. aus Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, die haben jetzt Urlaub. Wir nennen sie hier oben Nordrhein-Vandalen. Hat sich wohl so eingebürgert. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Das wird jetzt nichts bringen. Ich werde auch die ganzen Hochburgen hier meiden, da durchzufahren. Das ist mir einfach zu blöd. Ich habe das vorhin, als ich schon bei uns durch den Ort gefahren bin, also durch die kleine Stadt. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wie fahren wir denn heute mal? Fahren wir heute links oder fahren wir heute rechts? Ich würde sagen, wir fahren da links.
auch ein schickes Häuschen, ne? Hier sehe ich mich. Hier sehe ich mich total. Echt. Das ist... Hätte ich gern ein Haus. Echt. Mieten. Hallo, Hotte Hüß. Wir machen langsam. Machen langsam. Wollen die Tiere ja nicht erschrecken, ne? Muss ja nicht sein. Gasse geben. Ach ja, habe ich schon gesagt, ein Drehzahlmesser möchte ich haben. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, ja doch. Wäre schon mal cool zu wissen, wie viel Drehzahl sie hochdreht. Ja, nach Gehör. Ja, der eine oder andere, das kann ich. Ich kann das mit Gehör. Weil ich kann. Ne? Aber ich nicht. Und falls man doch, einfach nur so fürs Gewissen. Aber das ist... Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das ist so ein kleines Ding, wo ich sage, ja, okay, das könnte ich mir vorstellen. Boah, herrlich, ne? Also ich habe nichts Tolles an. Ich weiß, so ein Fließpulli, der brennt sich auch ganz gerne. Wenn ich mich aufs Maul packen sollte, schön in eine Haut rein. Aber besser als gar nichts. Aber ganz wichtig, Handschuhen. Finde ich persönlich ganz wichtig, weil wenn du dich jetzt abmaulen solltest und so schön hier über den Schotter hier auf der rechten oder linken Seite oder was auch immer, reicht schon hier die Asphaltdecke, auch mit 50 oder mit, nachher mit 65, nee, danke. Also es ist richtig warm, also das wollen wir heute mal nicht stehen lassen, klar, aber auf dem Moped geht's. Aber ich hatte jetzt nur so eine dicke Jacke. Ich habe mir jetzt eine andere Jacke bestellt noch. Eine Sommerjacke. Ein paar Protektoren. Finde ich wichtig. Finde ich wichtig, ehrlich. Oh, Gäste, sieht auch Katastrophe aus. Ne? Ist bei euch auch in den letzten Wochen so heiß gewesen? Oder immer noch? Und trocken? Also bei uns hat es nennenswerten Regen seit... Puh. Wie lange hat es denn nicht mehr geregnet? Oh, seit Wochen, seit Mai. Nennenswerten Regen, ne? Mal ein Schauer, klar. Oder so 3-4 mm. Aber das war es auch schon. Fahrrad an der Ecke, das ist immer so ein Zeichen für die, die es wissen. Man sollte doch hier ein bisschen langsamer fahren. Aber hier sind so Häuschen, weiß, das fühle ich, aber das sind meistens alles Ferienhäuser. Wie sollte man vorsichtig sein hier? Also das ist halt, Touris kaufen hier viel auf oder auch viele Leute sagen sich auch, warum fest vermieten, dann nehme ich halt Feriengäste. Ah ja, gut. Möchte mich nicht drüber äußern weiter. Ist halt so. Die Lunke wollte ich da nicht unbedingt durchbrettern. Und hier auch nicht. Aber halt ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Und ey! Ist eine Simson und kein Rennmotorrad. Na, Mümmelmann. Na komm. Einfach in den Knick rein und du bist safe. Wenn jetzt ein Auto von vorne kommt, dann bist du fällig. Geht doch. Man muss auch, ne? Ich bremse auch für Tiere. Letztes Mal hier eine geschmückt. Oh, ein bisschen Gas kann man ja geben. Ne? Da, wo man gucken kann. So. Vorsicht, Kinder. Na, die Sonne scheint weg, gorn.
herrlich, ne? Also das hat mir echt so gefehlt, so ein bisschen durch die Dörfer zu fahren. Und klar, für mich auf die Ecke, auf der Ecke, gibt es anscheinend nicht so viele Simson-Fahrer, wo man sagen kann, ey, komm, wir treffen uns mal am Wochenende, ne? Und wir fahren mal ein bisschen durch die Gegend und so weiter und so fort, so wie der Nico von NF Performance das auch macht. Könnt ihr mal auf seinen YouTube-Kanal gucken. Ich fahre da auch ab und zu mal hin, aber das sind für mich zum Treffpunkt schon alleine 70 Kilometer hin. Ne, das ist ein ganz schöner Ritt. Und in Ostholstein, oh, gibt es nicht so viel, ne? Oder jedenfalls die, weiß ich nicht, gibt es auch eine Menge. Also ich habe gestern, wann war ich denn, vorgestern nach Feierabend, muss ich noch eine Runde drehen. War so geiles Wetter. Und da habe ich mir dann auch gedacht, komm, eine Runde kannst du machen. Und da fuhr mir auch einer mit seiner Simson. Ich bin gerade abgebogen und dann erstmal hier schön, shake hands, war cool. Aber gut, wir hatten echt, also es war schön mal zu sehen, auch mal eine andere Simson aus der Meine hier in der Gegend. Ich wollte eigentlich hinterher, aber ja, ich bin anders abgebogen als ich. Dann habe ich auch, nee. Hätten wir ja mal schnacken können. Und sag, ey, Bock mal ein paar Ausfahrten und so. Vielleicht hat er auch ein paar Kumpels oder was. Die Schwalbe oder eine Simme oder eine, was weiß ich, eine Zweitakt-Moped haben. Dass man sich mal so ein bisschen, wisst ihr? Gemeinsam fahren macht viel mehr Laune, als wenn man jetzt, ja, so ein Einzelkämpfer macht. Finde ich. Und ich denke mir, das stimmt ihm ja auch zu. In der Gruppe zu fahren, macht einfach mehr Spaß. Aber wie gesagt, ja. Und Simson fahren ist ja nun nicht heizen. Das ist ja, ne? Tiefenentspanntes Fahren durch die Valla Pampa. So, wie fahre ich denn jetzt? Ich glaube, ich fahre einmal durch den Ort. Dann fahre ich hinten so einen Schleichweg, hinten an der LEV längs. Und dann geilert nachher auch wieder Gliegstrüch. Ja. Riecht es aber komisch. Also ich mag's, einfach durch die Valla Pampa zu prügeln. Wir sind jetzt schon wieder ein paar Minuten wieder hier online. Ich weiß, einige interessiert das nicht. Aber das macht nichts. Mir macht Spaß und euch damit voll zu sabbeln. Und hast du nicht gesehen und gibt's das nicht. Und ich mag das. Und warum? Wenn ich sage, wenn es nur ein, selbst nur einen interessieren würde, wenn man hier so ein bisschen durch die Gegend fährt. Und den nicht damit unterhalten kann. Dann würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ach ja. Jetzt ziehe ich so eine blaue Fahne hinter mir her. Macht keinen Scheiß. Aber nicht viel. Oh, ich hatte letztens zu fett gemischt. Alter Falter, da hat sie aber gar nicht mehr richtig gezogen. Und ja. Ich habe einen richtig fetten Feenstaub hingelegt. Hammer. Das die ganze Straße eingeräuchert, dieser Kacke. Ja. Dann nach Hause ein bisschen abgelassen und dann halt einfach Benzin, reines Benzin nachgekippt. Südele. Das Geile bei dieser App, die ich hier nutze auf dem Handy, da zeigt er mir ja auch die Strecke an und die ganzen Geschwindigkeiten und ich finde die ganz geil. Die hat was. Okay. Hier habe ich letztens auch eine Simme irgendwo stehen sehen.
200 Meter kommt ein Zug. Ich glaube nicht. Weil die Bahnstrecke, also, ne, man soll das nie, sagt niemals nie. Aber die Bahnstrecke ist erstmal eingestellt bis 2024. Wie ihr seht, sieht das hier auch sehr kacke aus. Für Bahnschienen. Herrlich. Oha, da die alte Scheune, die verfällt auch mehr und mehr, ne? Alter Falter. Ich finde das immer schade. Ich finde das immer schade, wenn sowas verfällt. So alte Bauten, wisst ihr, wie sie die... Oh. Nee, nicht mein Ding. Finde ich uncool. So, jetzt fahren wir auf die Autobahn. Ja. Einmal Autobahn. Mal Gas geben, ne? Bin ich auch. Da sieht man jetzt, ne? Da ist sie. Oh, ja. Hühnlotte. Und wir fahren wieder von Autobahn runter. Ich liebe es einfach. Ja, ist herrlich. Geiler geht's nicht. Doch, geiler geht schon. Mit mehreren Leuten, also eine kleine Tour. Also da kann man sich mal eine Tour ausarbeiten. Ich habe mir schwebt, da würde schon was im Kopf rumschweben. Also auch schön hier, solche Strecken. Einfach herrlich. Ich glaube, ich muss mal einschmücken. Ja, ich werde jetzt hier einschmücken. Ich sag vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, ein bisschen. Ihr wisst jetzt, was Sache ist, Phase ist. Also Livestreams gibt es ja nur auf Twitch. Einfach mal in der Bio unten gucken. Boah, ist das warm. Ja, so, Benzinhahn kann schon mal zu. Dann kann sie erstmal so ein bisschen rumdottern. Ja, ich wünsche euch noch, jetzt ist Sonntag, einen guten Start in die neue Woche. Ich weiß nicht, ob ich das Video heute hochlade. Mal gucken. Aber wie gesagt, vielen lieben Dank. Falls ihr auch Simson fahren solltet und aus dem Kreis aus Holstein zum Beispiel kommt oder so, dann könnt ihr das ja mal unten reinschreiben. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, Mockout, wir sehen uns.